Servus, willkommen zurück auf meinem Kanal Secret Zone Vinyl. Ja, heute habe ich euch mal eine Band, nämlich diese hier, Bloodbound. Und ihr seht, da habe ich schon ein paar Vinyls, nämlich 3 Stück habe ich von denen schon. Aber weil es jetzt von denen 3 das beste Album ist, könnt ihr euch echt nicht sagen, weil jedes Album für sich ist von dieser Band, finde ich, absolut geil. Das ist absolut eine geniale, geile Power-Metal-Band. Aus Schweden 2004 gegründet war. Absolut, wirklich coole Band. Ja, und die haben nämlich das neue Album hier rausgebracht. Tales from the North. Und das ist dieses schöne Stück hier. Das habe ich zwar schon seit dem 7.7., aber ich bin echt noch nicht dazu gekommen, ja, das Video zu machen oder euch diese Vinyl vorzustellen. Aber das holen wir jetzt nach und das machen wir jetzt. Und jetzt holen wir dieses schöne Stück hier mal raus. Die Tales from the North von Bloodbound. Absolut ein geiles Ding. Also das finde ich bis jetzt, ich habe es leider schon angehört, weil ich habe jetzt nicht warten können. Ja, ich habe es jetzt leider schon angehört und habe es schon aufgemacht. Ihr seht ja, das ist schon offen. Weil das echt, keine Ahnung. Ich bin einfach noch nicht zu dazu gekommen, das Video zu machen. Aber ich musste das Album einfach anhören, weil es wirklich wieder ein geiles Teil. Und für mich ist das absolut das beste Album von Bloodbound. Das ist so ein geniales Ding. Ja, da sind so Folk-Einflüsse drin. Aber das integriert sich so geil in die Musik. Wirklich absolut geil. Und jedes Lied hat eigentlich so schon eigene, die Einleitung von jedem Lied, hey, ist so, finde ich, gigantisch. Echt, also, ja, irre, absolut Wahnsinn, dieses Album. So, jetzt machen wir es einfach mal auf. Und das ist dieses schöne Stück hier von Bloodbound. Absolut geil, richtig geile Power-Metal-Band. Echt, und so geile Riffs drin, so geile Melodien und Power, echt mal. Schnelle Songs, ja, Speed-Songs, absolut. Echt genial, mal die Innenseite. Richtig genial. Ja, echt super, hey. Und die ist limitiert auf, wo ich hier hab. Ha, sehe ich wieder nicht. Hol ich schon meine Taschenlampe. Ihr wisst ja, in meinem kleinen dunklen Eck hier. Limitiert to 400 Stück. Also limitiert auf 400 Stück. Diese Vinyl, wo ich hier hab. So, und jetzt holen wir sie einfach mal raus. Also wer wirklich so auf Power Metal steht mit wirklich absolut geile Hymne und ja, also der liegt bei Bloodbound echt nicht verkehrt. Und das ist dieses Einlegeblatt, wo hier dabei ist noch, mit den Texten drauf und das finde ich auch immer richtig geil, wenn sowas dabei ist. Ja, und rausgekommen ist das von AFM Records, aber bestellt habe ich mir die bei Nuclear Blast. Ja, richtig geil. Echt, ich finde es echt immer super, wenn die Texte dabei sind. Und ist auch ein Gatefold. Auch echt richtig genial. So, also, jetzt holen wir das schöne Stück hier mal raus. Das habe ich schon in gefütterte Innenhülle reingetan. Und das ist dieses geile Ding. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. Ja, da ist schwarz, dunkelgrau, alles mögliche drinnen. Aber wirklich ein absolut klasse Album. Echt. Das Tales from the North Show, absolut eine wirkliche Hymne. Odin's Prayer. Sail Among the Dead. Ein schneller Song. Das 1066 auch. Ja, jeder Song einfach wieder eine Hymne, finde ich, für sich. Wirklich, und wer auf sowas steht, so echt so Power Metal mit absolute Hymne und so, Orchester ist ein bisschen mit drin und ja, und auf diesem Album jetzt so Folk-Einflüsse, aber das passt wirklich richtig, richtig geil zu der Musik dazu, hey. Und wer auf sowas steht, also wirklich, der liegt bei dieser Band hier, bei Bloodbound, absolut nicht verkehrt. Und ja, das ist, also jedes, ich kann wirklich nicht sagen, dass da ein schlechter Song drauf ist. Jedes Lied hat seinen eigenen Charakter und ja, wirklich, also ein hammergeiles Album von Bloodbound wieder, echt.
Und deswegen habe ich das, wie gesagt, mir hat es nicht gereicht, das zum Vorzumstellen, aber anhöre habe ich es einfach schon müssen. Also, absolut top. Wirklich ein geniales Album, Bloodbound. Absolut super. Spitzenmäßig. Tales from the North. Hab's wieder umdrehen müssen. Kann ich mir doch nie merken, das wisst ihr doch. Ja, wirklich ein absolut geiles Album. Von dieser Band. Richtig genial. Wirklich. Ach, tue mit einem wirklich. Wirklich, wirklich. Immer wirklich. Ja, nee, und das war jetzt eigentlich schon. Das wollte ich euch eigentlich wirklich nutzen. Und schon wieder wirklich. Das wollte ich euch nur vorstellen. Das Album von Bloodbound, das ist, wo schon am 7.7. rausgekommen ist. Und wirklich, also hammermäßig. Ich find's hammermäßig, das ist klar, es ist immer Geschmackssache. Aber wer auf sowas steht hier, so echt Power Metal mit so geile Hymne, was die haben, auch diese Alben schon, hey, diese drei Stück da haben, sind echt schon mega geil. Und angefangen habe ich eigentlich mit der Unholy Cross. Absolut echt ein super Album. Creatures of the Dark Realm oder Realm. Dieses hier auch echt absolut. Ja, jedes Album ist für sich wirklich so geil und wirklich immer Hymne drauf. Ich kann da mal eine schon rausholen von denen. Und die ist auch echt The Rise of the Dragon Empire. Auch ein richtig geiles Album. Auch echt super, hey. Ja, das gehört auch, echt, die Band gehört auch einfach zu meinen Favoriten dazu. Ich hol mal schön raus, dass ihr seht. Ja, das sind lauter farbige Menüs, auch wo ich da einer hab von denen. Ich hol mal eine schön raus. Und das ist halt jetzt die da, Hanna, und die ist so, ja, so blau, blau durchsichtig. Ist diese hier. Absolut genial. Und ich weiß gar nicht, wann die rauskommen ist. Ich weiß jetzt gar nicht, da sieht man hier was. Ha! Brauche ich schön wieder meine Taschenlampe. 2019, ja. Absolut genial, wirklich. Ja, jedes Lied eine Hymne für sich. Auch auf deine Alben. Ich finde es einfach richtig, richtig genial. Muss ich jetzt schön hinlegen, weil das ist wieder, muss ich aufmachen. Einfach genial. Bloodbound. Tales from the North, das neue Album von denen. Absolut ein geiles Ding. Ja. So, und das war's jetzt eigentlich schon mit dem kleinen Video hier. Mit der kurzen Vorstellung von diesem Album Tales from the North von Bloodbound. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. War kurz und schnuckelig. Aber zieht euch mal ein Lied rein. Das ist wirklich, wirklich, wirklich geil. Eine super Band. So, und ich sag danke, dass ihr das kurze Video angeschaut habt. Ich denke, wir sehen uns am Freitag wieder, weil da kommt nämlich die neue Feuerschwanz raus. Und da freue ich mich auch schon drauf. Und da machen wir dann auch ein Unboxing. Ich hoffe, es kommt auch am Freitag. Vielleicht auch erst am Samstag. Schauen wir mal. Aber da machen wir auch ein Unboxing, weil die Lieder, wo ich da schon gehört habe, das Video, die ein, zwei Stück, absolut geil, wirklich. Also, und ihr wisst, was am Schluss wieder kommt. In diesem Sinne, immer volle Kanne hochschießen.